So, dann wollen wir mal was in den Tank packen. Wie viel ist das? 52. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, dass es reicht. Also zu Schnee wollen wir nicht. Wir wollen zu dem mickrigen kleinen Planeten da unten fliegen. Und das machen wir jetzt auch. Yeah! Alle Navigationssysteme laufen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier das Fenster hinpacken soll. Packen wir es da in die Ecke. So, wir gehen gleich in unter Warp. Ich meine, in Warp. Yeah! So, unser Warp-Antrieb wurde gerade aktiviert. Wir fliegen jetzt zu dem Planeten. Der Flug dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern. Hier sieht man auch, wie die ganzen Daten so durchflattern. Wir kommen auch gleich irgendwann mal an. Und dann sind wir unter Warp und dann fliegen wir mit Impulsantrieb zu dem Planeten. So, jetzt sind wir unter Warp gegangen. Und jetzt fliegen wir da mit unserem Impulsantrieb nur noch hin. Und den Manövriertriebwerken. Initialisieren Navigationssystem. Da ist der riesengroße Gasplanet. Und hier ist der ganz kleine, mickrige Planet. Da hinten sind wir hergekommen. So, wir sind noch in dem Alpha-Sektor. Wir wollen aber irgendwann auch mal in den Beta-Sektor. Ich glaube, das ist hier Beta-Sektor, genau. Da wollen wir ja auch irgendwann mal hin. Aber jetzt gehen wir erstmal da gucken, was denn da unten auf dem Planeten eigentlich so los ist. Atemluft ist auf jeden Fall verfügbar. Und wir beamen uns runter. Hui! Also, rohstofftechnisch? Und man ist hier schwerer. Juhu, man ist wieder schwerer. Und guck mal hier! Gleich am Anfang sehe ich hier ganz viel Eisen. Also der Planet lohnt sich. Gleich erstmal ausnutzen die Situation. Das ist auch so ein richtig kleiner Planet. Da müssten wir eigentlich... Also was hier geht bei dem Spiel ist, dass man den Planeten einmal umrunden kann. Weil der ja relativ klein ist, ist man natürlich auch relativ schnell einmal rum. Das ist ganz cool eigentlich. Können wir ja mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Och, hier gibt es so schöne Bäume. Wollen wir die gleich mal fällen? Ja, natürlich. Dann fällen wir die Bäume. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Oh, das sieht da oben aber auch ganz böse aus, das Viech. Wow, es ist sogar ganz böse. Wow, es kann Feuer speien. Sieht ein bisschen aus wie Donald Duck. Mit der Schnauze, wenn er wütend ist. So, jetzt müsste ich eigentlich neue Setzlinge haben. Habe ich sogar. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ist das der neue Setzling? Könnte sein. Ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus mit diesen Blumentöpfen, aber ich finde es besser, als wenn es gar keine Setzlinge geben würde. So wie es jetzt am Anfang der Fall war. Gold, komm her, so. Oh, da ist noch mehr Gold. Und hier gibt's Geld. Paar Pixel. Also der Planet ist relativ klein. Habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Aber ich glaube, wir bauen uns doch ein Haus. Ich habe jetzt am Anfang ein bisschen überlegt, wollen wir uns überhaupt wirklich ein Haus bauen oder wollen wir... Aber ich habe mir jetzt gedacht, oh, komm, lass uns doch lieber ein Haus bauen, weil wenn wir ein Haus haben, können wir da auch ein paar Sachen einlagern und allem. Es macht sich meistens immer ein bisschen besser. Wenn wir da so ein Zentrallager haben irgendwo. Und hier kann man sich ja auch nicht so groß verlaufen. Uah, shit. Ich wollte doch eigentlich gerade den gegen Cobblestone austauschen. Damit ich das hier erstmal wieder zumache, das Loch. Gut. Dann mache ich hier noch ein bisschen platt. Da unten ist ja noch ein bisschen Gold.
Das muss ich mir ja auch noch holen. Aber wir müssen auch wirklich mal ein richtiges Haus bauen. Ich meine, ich baue hier immer so Kästendinger hin, wie so eine Art Vorposten. Aber auch mal richtig mit Raumeinteilung, Schlafzimmer. Aber das hatten wir ja schon mal im ersten... Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bei meiner ersten... Also bei meinem... Na! Bei der ersten Staffel könnte man ja fast sagen. Weil jedes Mal, wenn wir ja wieder neu anfangen müssen, fängt ja eine neue Staffel an. Könnte man ja eigentlich so ein bisschen so sagen, weil... Es ist ja immer wieder Neuanfang damit verbunden. So, zack. Jetzt werde ich mir dann noch das Gold rausholen und dann bauen wir uns da erstmal wieder so ein kleines provisorisches Häuschen hin. Na, kommst du wohl. So. Klick, 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 klick. Und zu ist es. Und jetzt, wo habe ich das ganze Holz? Ja, ich sollte vielleicht erstmal welches machen. Oh, 131. Ja, von mir aus. Besser mehr als zu wenig. Oh, 409. Ho. Und wir haben jetzt auch so viel Kohle. Bin ich gar nicht gewohnt. Oh. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So ist richtig. Jetzt baue ich es, glaube ich, wieder höher. Aber das ist nicht so schlimm. Ist immer meist nicht ganz so breit. Da möchte ich lieber mehrere Etagen dann drauf machen. Irgendwann kriegen wir es auch mal hin, ein schönes Haus zu bauen. Ist nur am Anfang immer ein bisschen schwieriger. So, Türen. Türen. Wo habe ich denn Türen? Eisentüren wollen wir, glaube ich, nicht machen. Ich bin eher so ein Freund von Holztüren. Oh. Und. Mist. Ein Block zu hoch. Auf der Seite, so. Und jetzt die Tür. Und jetzt kann ich hier erstmal wieder eine Holzwand hinterpacken. Wum, 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 wum. Da, 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 da. Dum, di, dum, di, dum. Dum, du, dum, du, dum, du, dum, du, dum. So, jetzt ist die Tür. Na, ist noch ein Loch. So, jetzt ist es auch richtig dicht. So, jetzt packen wir da eine Fackel hin. Und wir machen da eine Fackel hin. Ist sogar mit demselben Abstand, wenn mich nicht alles täuscht. Dann packen wir den Boss dahin. Und was packen wir noch wohin? Was habe ich noch vergessen? Den Ofen. Wo ist denn der Ofen? Ofen? Ofen, 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 Ofen. Bin ich jetzt blind? Hier ist er nicht. Das ist kein Ofen. Du bist kein Ofen. Du bist auch kein Ofen. Der ist weg. Hä? Habe ich den nicht... Den habe ich nicht mitgenommen. Ich Idiot! Ich habe den nicht mitgenommen. Egal. Scheiße. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen. Dann vergesse ich auch noch tatsächlich, den Ofen mitzunehmen. Wie präsig kann man eigentlich sein? Naja, was soll's. Ist ja nur ein Ofen. So, jetzt werde ich mich hier nach hier oben irgendwie bauen müssen. Dafür muss ich erstmal hier ein bisschen wegmachen. Und dann baue ich mir da eine Treppe hoch. So, Treppe, Treppe, Treppe. Reichen 13 Stück? Müssten eigentlich, ne? Ach so, ich sollte hier vielleicht auch noch das so machen, dass das auch dicht ist, damit die sich nicht miteinander verbinden. Ah, jetzt. Jetzt macht es das. Hä? Gut. Dann machen wir hier noch ein... Ah, shit.
Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich die Taste losgelassen. Verdammt. Passiert, passiert. Ich meine, wäre ja schlimm, wenn es nicht passieren würde. Irgendwann mal. Aber es ist ja noch ein Material, was sich leicht abbauen lässt. Oh. Jetzt mache ich hier erstmal ein paar Kringel rein. So. Dann noch das weg. Und jetzt mache ich mal... Wie mache ich denn das? Mache ich das so oder mache ich das anders? Ich glaube, ich mache das mal anders. Ich werde mir einfach mal ein bisschen Cobblestone machen. Wie viel weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich mache mir mal... Ach, 86. Ja, das dürfte reichen, hoffentlich. So, jetzt werde ich mir mal versuchen, hier ein Dach zu machen. Boah. Yeah. Bestes Dach, was ich jemals gebaut habe. Ich weiß jetzt allerdings nicht so ganz, wo hier die Mitte ist. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann geht hier der hoch. Ich mache mir jetzt einfach mal ein Spitzdach hier oben drauf. Mist! Verdammt! Ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Eins. Warte mal. Das sind vier. Das sind vier. Und das sind vier. Warum geht denn das nicht auf? Hä? Die müssten sich doch... normalerweise treffen, oder nicht? Ach, ich bin zu früh gewesen. Hahaha, das ist das Problem. Na gut, na gut. Dann muss ich halt hier nochmal so ein bisschen was wegmachen, aber das ist ja halb so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Aber so haben wir unser erstes Dach. Meine Güte. Das ist doch das erste Mal, dass ich so ein Dach baue hier. Gefällt mir. Dann mache ich das hier erstmal weg. Will ich denn... Ja, muss ich ja, ne? Aus Holz muss ich es ja eigentlich im Hintergrund dann machen. So. Lalala. Und das, ich habe kein Holz mehr. Wunderbar. Jetzt muss ich erstmal wieder Holz fällen. Aber kein Problem heutzutage. Einfach die Axt schnappen und einen Baum fällen. Hm, was mir jetzt hier nur nicht so ganz zusagt, ist, dass hier so wenig sind. Ist das böse? Nein, es ist ein gutartiges Viech. Endlich fallen die Bäume auch mal wieder schneller um. Oh, ich höre wieder was Böses. So, dann pflanzen wir erstmal wieder. Ich muss die aber auch mal ein bisschen verteilen, sonst sieht das ein bisschen blöd aus, wenn die alle auf einen Haufen stehen. Gut. Okay, dann wollen wir mal wieder ins Haus rein und zu mit der Tür und Holz machen. Oh. Ja, und dann beim nächsten Mal ist wahrscheinlich wieder die Welt weg. Umsonst die Arbeit gemacht. Ah, hey, es ist die Beta-Version. Dann darf man halt nicht so... Ja, da darf man nicht böse sein. Also ich bin es eigentlich nicht. Obwohl ich es natürlich sehr schade finde, dass die Welten, die wir vorher hatten, weg sind, ne? Aber gut, da steckt man
ja nicht drin. Also ich weiß es ja ehrlich gesagt immer nicht. Aber es steht immer drinne beim Update. Könnte es möglich sein, dass die Daten wieder weg sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim nächsten Update von Starbound aussehen wird, aber ihr könnt davon ausgehen, dass wieder alles weg ist. Aber ich mache mir deswegen jetzt auch mal hier ein bisschen mehr Mühe. Weil es ja jetzt erst war, das Update. Dann wird das wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern, bis das nächste Update wieder kommt. Es kann aber auch sein, dass es schon morgen wieder ein Update gibt. Nein, es wurde ja noch nicht mal irgendwie gesagt, dass es jetzt wieder ein Update in kürzester Zeit gibt. So, dann machen wir hier erstmal eine Fackel hin. Und da eine Fackel. Und hier auch noch. Oh, das Haus ist doch schon mal ganz schön geworden. Was ich jetzt noch machen möchte, ist gerne ein Bett. Das stelle ich mir hier oben unter das Dach. Oh, das erinnert mich so an gute alte Zeiten, wo ich noch unter der Dachschräge gewohnt habe. Oh, schön. Konnte man sich immer so schön... Ja, wenn es geregnet hat, ne, dann hat man immer so richtig schön dieses Regengeräusch gehabt. Oh, das finde ich ja richtig klasse, wenn das dann so regnet, so vor sich hin regnet. Man liegt da drunter und man hört es dann so rauschen. So leichtes Sch. Die Musik ist wieder klasse heute. Hä? Was war denn das jetzt? Was zur Hölle ist das? Hilf die... Was? Ein Roboter. Oh, ich habe ihn beschädigt. Wow. Was? Wo kam der her? Ne. Auf dem Planeten gibt es auch wieder was Spezielles. Noch ein Roboter! Schnell, wir müssen den Roboter besiegen! Geht doch. Das ist ja geil. Atommüll! Hier ist der also hergekommen. Oh oh. Was ist das da? Wow. Und Roboter. Geht doch. Was ist das dann? Stau. Oh! Uiuiuiui. Uiuiuiui. Der ist aber böse. Nein! Ich bin doch ein Freund von dir. Was auch immer das hier ist. Der ist bösartig. Ich muss mich mal kurz bandagieren. Wenn ich die Bandagen irgendwo finde. Oder ich nehme Medikit. Habe ich Bandagen? Habe ich nicht, ne? Ich glaube, ich habe gar keine mehr. Komm, ich nehme das Medikit. Was soll's? Ich dachte, es soll einen komplett wieder aufheilen. Macht's aber irgendwie nicht. Der Staubsauger ist cool. Oh, 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 oh. Nein! Ja, er ist weg! Oh. Gott sei Dank! Was ist das hier eigentlich? Wop. Oh nein, da ist wieder so ein Roboter. Aha. Oh. Naja, mal gucken. Was kann ich da... Irgendwas... Atommüll. Ist ja schon klasse, dass es das hier auch gibt. Haha. Oh, er schießt jetzt aber dauerhaft.
Yubi! Kann ich da was gucken? Was ist das denn? Pile of Book? Aha, okay. Nehmen wir einfach mal mit. Die Lampe ist cool. Muss ich ja schon mal sagen. So. Wieder aufmachen, Feuer. Und wieder aufmachen, Feuer. Ich finde diesen Staubsauger richtig niedlich, der hier rumfährt. Oh, der ist putzig. So. Oh, oh. Der kann nur unten schießen. Na, hab ich ja beruhigt. Eine Heizung? Oh, ich kann da durchgreifen. Ist nur nichts drin. So eine Heizung hätte ich auch gern. Die wohl auch funktioniert? So groß ist das hier gar nicht. Aber es ist schon cool, dass hier ein paar Roboter rumlaufen. Was wir auch immer jetzt in letzter Zeit finden, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt auf diesem Planeten auch noch. So. Jetzt haben wir ihn erkundet. Nee. Das sieht mir aus wie der Endboss. Den möchte ich jetzt nicht weiter stören. Nein! Oh, Pilze! Was ist denn das hier oben? Ist der gutmütig? Da oben ist ein Haus. Was könnte der sein? Ist ja cool. Was passiert denn, wenn ich den Pilz hier fälle? Pilzsporen! Oh, ist ja super. Kann ich sogar wieder einpflanzen. Da ist es. Nein, das war es nicht. Ich kann den tatsächlich wieder hinpflanzen. Ist ja cool. Ich gehe mal wieder nach Hause. Ich habe jetzt genug gekämpft. Ich muss mich erstmal irgendwie wieder heilen. Dafür lege ich mich am besten in mein... Oh, mein gemütliches Bett. Nein, ich will... Nein, das... Nein, nein, nein. Ich mach mir hier mal kurz so ein... Juhu. Wenn ich da reingehe, dann weiß ich, dass ich tot bin. Aber 100 pro. Was ist denn da auf einmal so ein Roboter angelaufen kommt, ey? Damit rechnet man ja mal gar nicht. Und dass dann da auch wieder so eine Halle ist. Geil. Was wir hier schon alles erlebt haben... Heute ist ja schon gewaltig. Also zumindest habe ich heute viel erlebt. Ihr werdet das ja alles so in unterschiedlichen Folgen wieder sehen. Und... Oh. Eieieiei. Ich nehme jetzt hier schon wieder nach 1,5 Stunden auf. Ich wollte jetzt auch nicht so unendlich lange aufnehmen, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir jetzt auch hier eine ganze Nacht durchpennen müssen, damit wir hier auch mal wieder voll aufgeheilt sind, damit wir nicht gleich wieder sterben. Wir haben nur 146 Pixel, das ist ein bisschen sehr wenig. Ich wünschte, wir hätten mehr. Aber nächstes Mal müssen wir dann mal versuchen, irgendwie die Satellitenschüsse zu bauen. Ich hoffe auch endlich mal, dass wir sie auch mal durchziehen und auch wirklich mal bauen, damit wir dann auch endlich mal weitermachen können, dass wir in den Beta-Sektor kommen. Weil da können wir dann nämlich hinfliegen. Da soll wohl alles ein bisschen schwerer wiederum sein, weil... Man muss halt erstmal den Antrieb verbessern, damit man da überhaupt hinfliegen kann. Und das, wird schon mal ganz interessant eigentlich, ne? Okay, ich würde sagen, das reicht für diese schöne Welt. Wahrscheinlich müssen wir beim nächsten Mal sowieso wieder von vorne anfangen. Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Das wäre wirklich das Katastrophalste, was jetzt passieren kann. Nach diesen Sachen, die wir jetzt gefunden haben in dieser neuen Welt,
die wir angefangen haben, oder besser gesagt den neuen Charakter, den wir angefangen haben. Und ja, gut, ich werde jetzt hier eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe nicht allzu lange. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, ne? Bis dahin, Horrido und tschüss.